Computer mit den entsprechenden Daten gefüttert. Er wird dir vielversprechende Gebiete anzeigen, die du nach diesen DNA-Fragmenten absuchen solltest. Was ist, wenn sich mit dem Patriarchen Viktor keine Einigung erzielen lässt? Was soll ich sagen? Tu einfach alles, damit es nicht dazu kommt. Ob sich Kaya mittlerweile wieder abgekühlt hat? Das dunkle Elex gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Ja. Hey, hör zu, ich brauche deine Hilfe. Wow, das ist ja mal was Neues. Ja, aber mach nicht so einen großen Wirbel darum, okay? Klar. Ich hab mal über deine blöden Sprüche nachgedacht. Naja, das mit dem Duke und so, meine ich. Interessant, und? Tja, ich krieg das alles nicht so richtig in meinen Schädel. Wäre ich nicht schon so lange an Baxters Seite, würde ich vermutlich zu dem Schluss kommen, naja. Dass Baxter dich auflaufen lassen will, Sag das nicht so laut, das ist Verrat. Ich bin Outlaw und unterstehe direkt dem Duke von Arteris. Okay, habe ich verstanden. Aber was habe ich damit zu tun? Nun, es ist mal wieder Zeit. Ich muss meinen monatlichen Bericht beim Duke abgeben. Das verlangt er von allen, die er persönlich beaufsichtigt. Ich muss auf jeden Fall in absehbarer Zeit bei ihm vorsprechen und meinen Bericht vorlegen. Das wird spannend. Ja, du Arsch. Und weil du vielleicht recht hast mit deinem Gelaber, wirst du mich dahin begleiten. Du willst Schützenhilfe gegen den Duke? Von mir? Wenn Baxter wirklich meinen Arsch braten will, dann dein gleich mit. Und wenn ich mich weigere? Dann werde ich dich wie einen nassen Lappen zu ihm zerren. In Ordnung. Ich bring dich zum Duke und halte dein Händchen bei deinem Monatsbericht. Ach, du hast es gerade nötig, dich über mich lustig zu machen. Bei den ganzen Kompromissen, die du bei der Scheiße in der Bastion eingehst. Du kannst mir doch erzählen, was du willst. Voll dahinter stehst du bei der sechsten Machtgeschichte wohl auch nicht. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Ach komm, hör auf. Je schneller wir das hinter uns bringen, desto besser. Also, sieh zu, dass du deinen Arsch zum Krater bewegst. Und vergiss nicht, mich mitzunehmen. Mitkommen. Hab's kapiert. Okay. Monatsbericht beim Duke. Oh, Chronicle was. Commander, eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips der Skyans. Sehr gut. Ich hab schon darauf gewartet. Wo sind Sie diesmal? In Ignadon. Ich frage mich immer noch, was ist an der Technologie der alten Welt so interessant für diese hochentwickelte Spezies? Die Antwort gibt uns vielleicht ein weiterer Scan. Bei dir klingt das immer so einfach. Relative Einfachheit. Fehlende Informationen bedeuten, wir können die Frage nicht beantworten. Eine umfassende Analyse bringt Informationen und die Wahrscheinlichkeit steigt, die Frage möglicherweise beantworten zu können. Sag ich ja. Commander, meine Sensoren melden, der Waffengefährte Fox ist von Berserkern des Forts gefangen genommen worden. Was? Wie konnte das passieren? Fox hat sich von der Truppe entfernt und befand sich auf einem Alleingang. Das nenne ich maximal mies gelaufen. Sie haben ihn doch noch eingebuchtet, bevor er seinen Rehabilitationsplan im Fort umsetzen konnte. Empfehle sofortigen Scan der Gesamtsituation im Vor. Ja, Kleiner, ich mache mir auch Sorgen um ihn. Hoffentlich komme ich noch nicht zu spät. Positiv. Darf ich jetzt? Was wirst du tun, wenn Baxter nur mir ans Leder will? Die Antwort darauf solltest du kennen.
Okay, dann lass uns mal. Bulli Bulli. Servus. Na gut, und uns lauert ja auch immer noch einer auf, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Der wird sich sicherlich irgendwann uns entgegenstellen. Der, dessen Namen ich vergessen habe. Wie oft veranstaltest du eigentlich so ein Empfangskomitee für den Duke so im Jahr? Wir können das gerne wiederholen, wenn dir nach einer Tracht Prügel ist. Nee, lass mal. Dann halt die Klappe. Also beim letzten Mal habe ich ihn verschachtelt. Irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Anreiz, zum Duke zu stiefeln. Wenn Baxter dich erwischen will, dann wird er es auch schaffen. Früher oder später. Also kannst du auch gleich zu ihm gehen. Ist ja gut. So, was wird das hier? Dauerlutscherparade? Ich bin hier, um meinen Monatsbericht abzugeben. Ah ja, sehr brav. Und, was gibt es zu berichten? Ich gehe davon aus, dass alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen ist. Komm schon, Baxter, lassen wir das. Du weißt genau, dass jeder deiner letzten Aufträge zum Scheitern verurteilt war. Allerdings, das ist mir in der Tat auch aufgefallen, Bulli. Tja, was machen wir denn da? Kann es sein, dass dir nur der richtige Anreiz gefehlt hat? Ich war bei seinen Missionen dabei. Wie das denn? Er hat mich mitgenommen. Keine davon war wirklich zu schaffen. Ach, tatsächlich? Und warum glaubst du, sollte ich Wert auf deine Meinung legen, du Penner? Bulli sollte auf dich aufpassen. Keiner sagte was davon, dass er dich gegen mich aufstacheln sollte. Noch so ein Minuspunkt auf Bullis Liste. Bulli ist zwar ein Arsch, aber er ist dir gegenüber immer loyal gewesen. Das werde ich mir merken. Na schön. Ich sag dir, was wir jetzt machen werden. Ich hab dann noch einen Auftrag für dich, Bulli. Wenn du den auch verkackst. Ich hab schon verstanden. Was willst du? Was soll ich machen? Ich hab da so einen Quacksalber aufgegabelt. Der hat mir zugesichert, dass er unsere Stims verbessern kann. Er braucht dazu einige Proben dieser Viecher aus den dunklen Türmen. Du willst Bulli dunkles Elix sammeln lassen, um daraus Stims herzustellen? Brauche ich einen Wiederkäuer oder was? Ja, das habe ich gesagt. Wer ist dieser Quacksalber? Ein absoluter Spitzenmann. Und du hörst auf, mir blöde Fragen zu stellen. Sonst ist es das Letzte, was du tun wirst. Ist das klar? Das mache ich nicht. Was hast du gerade gesagt? Ich habe mich da wohl verhört. Ich war lange genug draußen und habe gesehen, was dieses dunkle Zeug mit den Menschen macht. Also, gegen die Biester kämpfen ist eine Sache. Aber sie ausnehmen. Ich pack das Zeug nicht an. Ach nee, da sind dir wohl ein paar Haare am Sack gewachsen, seit du mit dem Kerl hier unterwegs bist, was? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Rückgrat, mein Freund. Ich warne dich. Ist mir egal, das dunkle Zeug packe ich nicht an. Schick jemand anderen. Bulli, Bulli, was soll ich bloß mit dir machen? Hey, Fresse halten, habe ich gesagt. Hör zu, Bulli, du lässt mir keine Wahl, als dich zu degradieren. Die dicken Aufträge kriegst du also bis auf Weiteres erst einmal nicht mehr. Ab heute bist du mein Botenjunge und wirst kleinere Aufträge übernehmen, die sonst keiner machen will. Komm schon, was soll das? Ich hab mir für dich jahrelang den Arsch aufgerissen und du weißt das auch. Das ist der Grund, warum ich dich nicht gleich in der Gosse verrecken lasse. Also, halt die Schnauze und hör zu. Ich hab da einen größeren Coup geplant. Deine alte Wüstenteufel-Gang wird das dieses Mal übernehmen. Wie du weißt, sind sie seit geraumer Zeit getrennt voneinander im Außendienst unterwegs. Sie wissen auch alle schon, worum es geht. Ich musste noch ein paar Vorbereitungen dafür abschließen, aber jetzt ist es soweit, dass deine alten Kumpels loslegen können. Geh und such sie, wo auch immer sie herumhängen mögen, und sag ihnen das Passwort.
Dann wissen Sie schon, was zu tun ist. Wie lautet das Passwort? Das Kalb geht zum Schlachter. Kannst du dir das merken? Klar. Und das ist alles? Das ist alles. Und vergeig es nicht wieder, klar? So, und jetzt geht mir aus den Augen, ihr Flachzangen. Ich hab zu tun. Das ist gut. Lass ihn nicht entkommen! Gerade noch. Ach, der ist nur bewusstlos. Ach, diese Schmerzen. Ja, ich hoffe, das ist in die Leere, du Pisser. Ich dachte, ich kann ihn töten, aber das geht nicht mehr. Schade. Die haben kaum Schaden gemacht bei uns, Alter. Ha, krasse Rüstung. Hab mich schon gewundert, ne? Als er umgefallen ist. Quest nicht abgebrochen, also der musste ja noch... Der musste leider überleben. Ich konnte gerade nicht anders. Tut mir leid. Gehen wir mal zum Händler und kaufen ein bisschen Munition. Egal, was du sagst, ich bin anderer Meinung. Wo war denn der Markt? Da vorne, ne? War der ein Händler? Ja. Brauch Muni. Hier, das hier, genau das, das gute Zeug. Alles. Kriegsarmbrust, okay. Schrotflinte. Was ist das? Ach, ein Alpschild. Ah, guck mal hier, beschädigte Bleischleuder. Könnten wir da... Da könnten wir vielleicht... Wobei, war die Bleischleuder nicht eine Morkon-Waffe? Okay, Bolzen brauche ich keine mehr. Und ansonsten hat er auch nichts, was ich haben will. Acceptable. Handel acceptable. So, jetzt noch zu dir. Hast du noch? Wo ist meine Maus? Da. Zeig mir. Oh ja, die hat auch Munition. Nehme ich gerne mit. Das und das. Wie viel Geld haben wir noch? Reicht noch, ne? 7 und ein paar Raketen. 5960. Ja, reicht genau. Nice. Oh, reicht nicht genau. Okay. Gut, danke. Der Amboss. Ne, Fernkampfwaffenwerkbank war das, ne? War hier. Sockel. Koch. Mach dich! Ja, verpiss dich! Genau. Mach, dass du Land gewinnst! Mach dir nicht in die Hose. Du hast nur eine. Niedere Dienste. Genau. Das war das. Ich soll Outlaws finden, die nicht auf der Karte markiert sind? Was zum Teufel? Wüstenteufel? So haben wir es damals genannt. Eine Gruppe von Halsabschneidern, die Tavar unsicher gemacht hat.
Ein ziemlich cooler Haufen. Wir haben geklaut wie die Raben und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Das war zu der Zeit, als Baxter noch im Fort von Tawadas Sagen hatte. Die glorreichen Zeiten. Ja, irgendwann ist jeder seinen eigenen Weg gegangen, wie das halt so ist. Okay, und was jetzt? Hast du doch gehört, ich muss die ehemaligen Wüstenteufel ausfindig machen und ihnen die Nachricht übermitteln. Du kennst den Duke ja eigentlich ziemlich gut. Was könnte die Nachricht an deine ehemaligen Waffengefährten bedeuten? Hört sich nach fetter Beute an. Vermutlich ein Überfall auf einen Konvoi oder so etwas. Egal, ich bin sowieso nicht dabei. Ist dann eben so. Ich werde mal meine Fühler ausstrecken und die Wüstenteufel suchen. Wenn ich einen von ihnen gefunden habe, wirst du mich dahin begleiten. Ach ja? Hey, ich bin immer noch dein Aufpasser. So lange, bis Baxter mir sagt, dass ich es nicht mehr bin. Also? Okay, und jetzt machen Abfahrt. Ich brauche dich nicht. Mache. Okay, tschüss. Meine Frage ist, kriegen wir jetzt auch noch Nebenquests oder sowas? Nee, ne? Ich glaube ja nicht. Okay. Dann machen wir mal Alleingang mit Folgen. Wir müssen ja eh dahin. Und mit Kajal zu reden. Kajal? Aber erstmal müssen wir Foxy rausholen. Hey, Foxman. Was geht ab? Na, gemütlich hast du es hier. Allerdings. Komfortable Ausstattung, großartige Aussicht und alle zwei Jahre kommt einer vorbei, der mit mir eine Runde Scrabble spielt. Soll ich dich hier rausboxen? Ich habe keine Ahnung, ob du mir wirklich helfen kannst, ohne dich nicht selbst in die Scheiße reinzureiten. Was genau werfen sie dir denn vor? Eine ganze Menge. Ich habe den Mana-Schrein verkauft, war schuld am Krieg der Alps gegen die freien Menschen. Ach ja, und die Jungs in den dunklen Türmen habe ich auch gerufen. Jetzt mal im Ernst, wer hat dich denn so auf dem Kicker, dass du deine Zeit hier absitzen sollst? Lass gut sein, Jax. Du hast schon genug für mich getan. Ich bin Erzberserker. Wenn ich jetzt sage, du kannst gehen, dann kannst du gehen. Was willst du jetzt? Erzähl keinen Mist. Rück schon raus mit der Sprache. Puh. Ja, wenn's denn unbedingt sein muss. Es ist Ulf, mein Vater. Er steckt hinter all dem hier. Er ist einer der Warlords und schämt sich für das, was ich bin. Warlord Ulf ist dein Vater? Das erklärt, warum niemand im Fort wirklich Verantwortung für dich übernehmen will. Ja, leider ist die Sache kompliziert. Ulf möchte nicht, dass es breitgetreten wird. Was denn? Dass du sein Sohn bist? Das ist doch offensichtlich. Mittlerweile weiß das doch jeder hier, der was zu sagen hat. Es zu wissen oder sich öffentlich das Maul darüber zu zerreißen, sind zwei Paar Schuhe. Für die meisten ist das ein viel zu heißes Eisen. Darum hält ja jeder sein Maul. Moment, dann ist also dein Vater derjenige, der dich hier festhält? Nicht nur das. Er will mich hier im Knast verrotten lassen. Was? Seinen eigenen Sohn? Wie kann er sowas vor den anderen Warlords rechtfertigen? Keine Ahnung, hat er jedenfalls gesagt. Ich werde mal mit Kaya darüber sprechen, wenn ich sie sehe. Die wird auch nichts daran ändern können, dass mein Vater ein Arschloch ist. Das vielleicht nicht, aber möglicherweise vergammelst du da nicht in diesem Loch für die nächsten Jahre. Macht Sinn. Du scheinst deinen Vater nicht sonderlich zu mögen. Das ist ja nett formuliert. Ich hasse ihn. Gibt es dafür einen Grund? Wenn du es genau wissen willst, er hat meine Mutter getötet, als ich noch ein kleiner Junge war. Oh ja, das musst du mir mal genauer erklären. Meine Mutter und er waren auf der Jagd. Ziemlich weit weg von hier. Irgendwo südlich der Ruinen von Thompson Town. In Caracas? Ja. Sie wurden wohl von einigen wilden Raubtieren aufgespürt.
Diese haben angeblich meine Mutter gerissen und er hätte gesehen, wie sie von den wilden Tieren zerfetzt wurde. Woher weißt du das? Das hat er mir selbst so erzählt. Ich meine, schau ihn dir doch mal an. Er ist ein Baum von einem Mann. Raubtiere. Das kann er jemand anderem erzählen. Ich glaube ihm kein Wort. Umgebracht hat er sie. Was macht dich da so sicher? Sprich mal mit ihm darüber, dann wirst du wissen, was ich meine. In der Zwischenzeit versuche ich mal, die Grashalme hier zu zählen. So, dann mach's mal gut. Du weißt ja, wo du mich findest. Deswegen steht er hier die ganze Zeit so blöd in der Gegend rum. So, Ulf. Du lässt Fox im Knast verrotten? Was denn? Wer bist du, dass du meine Autorität in Frage stellst? Ich bin Warlord der Berserker und verlange von dir eine Erklärung. Was hat der Junge verbrochen, dass sein eigener Vater ihn so behandelt? Der Junge braucht eine Disziplinarstrafe für sein ungebührliches Verhalten. Er ist mein Kind und ich weiß am besten, was gut für ihn ist. Ende der Diskussion. Fox sprach von seiner Mutter und dass sie... Stopp! Kein Wort mehr! Das sind Dinge, die dich nichts angehen. Seine Mutter ist in Thompson Town von Raubtieren getötet worden. Das ist etwas, womit ich und mein Sohn leben müssen. Ende der Geschichte. Also, hinfort mit dir und kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Ich glaube fast nicht, dass sie... Irgendwas ist doch faul an der Sache. Was ist wirklich damals südlich von Thompson Town passiert? Ist schon sehr lange her, aber vielleicht finde ich dort trotzdem noch einen Hinweis darauf. Vielleicht hat die Ehe verlassen. Oh, genau hier. Vielleicht hat die eher verlassen, als dass sie getötet wurde, oder könnte ich mir eher vorstellen. Au. Sie ist Morkon. Okay. War ich schon immer da? Eiserne Lady haben sie mich früher genannt. Kann man sich das vorstellen? Heute ist das so unwirklich. Wer bist du? Ich bin Danya. Eine Morkon, wie du siehst. Und ja, ich weiß, ich bin viel zu weit draußen. Ich sollte besser in der Grotte bleiben. Aber manchmal zieht es mich an diesen Ort. Aus sentimentalen Gründen, weißt du? Moment mal, dein Name ist Danya, sagst du? Ja, so ist es. Warum fragst du? Ich kenne einen Warlord, der nennt seine Waffe Danya. Tatsächlich? Na sowas. Warum genau bist du hier? Ach, ich bin in tiefer Trauer hierher gekommen. In Trauer um mein Kind. Hier ist es geschehen, weißt du? Vor vielen Jahren. Hier an diesem Ort wurde mir mein Kind genommen. Wilde Raubtiere haben ihm aufgelauert. Er hatte keine Chance. Moment mal, so eine ähnliche Geschichte habe ich doch schon einmal gehört. Auch im Zusammenhang mit diesem Ort hier. Dein Kind, du redest von Fox. Du bist seine Mutter. Fox? Nein. So hieß er nicht. Ich gab meinem kleinen Jungen den Namen Forrester, nicht Fox. Er sollte einen starken, erdigen Namen tragen. Seines stolzen Vaters wegen. Er war noch so klein, weißt du? Sein Vater, Ulf, ein Warlord der Berserker? Ja, das ist richtig. Woher weißt du? Hör zu, Danya, Ulf hat dich all die Jahre belogen. Dein Sohn, der ist nicht tot. Er lebt. Aber, was redest du da? Er lebt? Wie kann das sein? Ulf hat euch beide belogen. Deinem Sohn hat er erzählt, dass du von wilden Raubtieren gerissen worden bist.
Und ganz offensichtlich hat er dir genau das Gleiche über ihn erzählt. Ja, aber warum sollte er so etwas Grausames tun? Er ist ein stolzer Warlord der Berserker und du eine Morkon. Ich nehme an, das konnte er mit seinen Prinzipien nicht vereinbaren. Nein, das kann nicht sein. Leider doch, fürchte ich. Das Gute an der Geschichte ist, dass dein Sohn ein stattlicher junger Mann geworden ist. Er hat sich einen anderen Namen gegeben. Er nennt sich heute Fox. Vermutlich, um sich nicht ständig an diese Geschichte zu erinnern. Mein Junge. Wo ist er? Noch ist er an einem Ort, wo du ihn schlecht erreichen kannst. Aber ich werde ihn da rausholen. Hilf mir, Fremder. Was soll ich tun? Wo soll ich hingehen, damit ich ihn sehen kann? Geh in die Bastion von Caracas. Ich werde mich darum kümmern, dass dein Junge bald wieder bei dir ist. Sei verflucht, wenn du nur so ein Scharlatan bist und dich an dem Elend anderer Menschen ergötzen willst. Ich habe ja schon so viel Scheiße gebaut, aber in diesem Fall... Geh in die Bastion, eiserne Lady. Ich werde dir deinen Sohn bringen. Ich eile. Vielen Dank, Fremder, dass ich hoffen darf. Ulf, du kleiner, süßer Pisser. Sind da oben neue dunkle Elex-Lieferanten? Oder bleiben die hier weg? Die bleiben weg. Okay. Das ist Granitenzellhaufen. Aha. So, ich habe das erste dieser DNA-Fragmente für Dawkins gefunden. Fehlen noch drei weitere. Dieses DNA-Fragment sieht vielversprechend aus für Dawkins Forschung. Ich sollte ihm davon berichten. Oh, okay, cool. Habe ich aus Versehen was richtig gemacht. Also bei solchen Sachen, da müssen wir hin. Habe ich die schon alle weggeputzt, die meisten? Ja, ne? Einmal so. Ich finde es immer schlimm, dass sich diese Quests nicht neu aktivieren, ne? Das ist echt kacke. Okay, kurze Frage. Ich kenne die Geschichte von Danya und deiner Vergangenheit mit ihr. Was erlaubst du dir, du Wicht? Du hast deinen Sohn wie Dreck behandelt, weil du ein schlechtes Gewissen den beiden gegenüber hast. Fox' Mutter ist eine Morkon. Und sie lebt. Deinem Sohn hast du allerdings sein Leben lang etwas anderes erzählt, damit die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommt. Macht sich wohl nicht so gut in deinem Lebenslauf als stolzer Vertreter der Berserker. Psst, nicht so laut. Das kann doch jeder hören. Ja, genau. Das soll schön weiter unter dem Mantel der Verschwiegenheit bleiben, nicht wahr? Aber damit ist jetzt Schluss. Fox wird bei mir bleiben. Und du wirst aufhören, ihm nachzustellen. Du Mistkerl! Warum mischst du dich in Angelegenheiten ein, die dich nichts angehen? Fox ist ein freier Mann. Es sei denn, du willst, dass wir das vor den anderen Warlords ausdiskutieren. Ja, ja, ist gut. Und jetzt verschwinde. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Okay, Fox. Geht los. Wo warst du denn so lange? Du hättest mir ja wenigstens eine Postkarte schicken können. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Wenn du mir jetzt so ein Fraß mitgebracht hast aus der Kombüse von diesem... Bäh, das kann man echt nicht essen.